spieloffene Stellung oder auch das Aufdrehen zur Spielrichtung gehört zu den Basics eines Fußballers. Sie ist fester Bestandteil im Alltag eines jeden Spielers und sollte bereits in jungen Jahren trainiert werden. Aber auch mit älteren Spielern muss diese Abfolge immer wieder einstudiert werden, damit diese Bewegung im Spiel flüssig gelingt. Das Ziel, sich schnellstmöglich in Zielrichtung aufzudrehen, um nach einer Ballannahme das Spiel schnell fortsetzen zu können, liegt hier im Fokus. In den folgenden Detailaufnahmen zeigen wir euch, auf was ihr achten müsst. Der Spieler beginnt sich mit einer seitlichen Bewegung von seinem Gegner zu lösen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Laufweg auch etwas dem Ball entgegensteuert, um frühzeitig die Ballkontrolle zu erlangen. Hier erkennt man eine Mittellinie, wie sich das seitliche Anlaufen der seitoffenen Position verhält. Mit einem Schulterblick während der Bewegung erkennt der Spieler, ob das Feld hinter ihm bespielbar ist. Ist dies möglich, öffnet er seinen Körper zur Spielrichtung. Der Passgeber sollte natürlich darauf achten, dass der Ball nun in den Vorderfuß gespielt wird. Hier ist das der rechte. Mit der Ballkontrolle öffnet der Spieler seinen Körper komplett und behält den Ball am Vorderfuß. Zum Zeitpunkt der Ballannahme steht der Spieler richtig, wenn er alle drei markanten Punkte der Aktion sehen kann. Dies ist, wo kommt der Ball her, wo ist der Ball gerade und wo muss der Ball hin. Wie in diesem Beispiel zu sehen, kann der Spieler aus seiner Position alle der oben aufgeführten Schlüsselpunkte erkennen und steht somit perfekt zur Spielfortsetzung. Dieser erfolgt idealerweise mit dem Vorderfuß, dem somit Gegner abgewandten Fuß. Bei der Ballannahme sollte der Ball dabei leicht durchrutschen, um ihn nicht tot zu stoppen. Dadurch gelangt der Spieler schneller wieder in eine Folgebewegung. Das Aufdrehen und die seitoffene Stellung ist eines der wichtigsten Elemente in der Ballannahme und muss immer mit Schulterblick ausgeführt werden, um sicherzugehen, dass die Aktion gelingt. Daher ist das Training dieser Aktion immer sinnvoll und darf auch mehrmals in der Saison in verschiedenen Übungen nicht fehlen.